Das mit Ruhe und Frieden. Na gut. Wir können gar nichts verbessern, gar nichts Neues herstellen. Alles klar. Hey, komm bald mal wieder. Ja, wenn wir zurück sind aus Jüttenheim. Die Heimat der Riesen. Das Ziel ist zum Greifen nah. Es geht los. Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Ja. Es muss nach Plan verlaufen. Jetzt dürfen uns keine Schwierigkeiten widerfahren. Nur zu, stelle Jüttenheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Was heißt hier vermutlich? Wir kommen jetzt nach Jüttenheim. Es war eine lange Reise. Die muss belohnt werden. Jüttenheim, wir kommen. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Zu spät. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Was hast du erwartet? Jetzt, Junge. Es funktioniert. Endlich. Sesam, öffne dich. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Die Treppe zum Sieg. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Du willst nicht mitkommen, stimmt's? Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Die zwei schon wieder. Oh nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nicht. Nein, ich kann es nicht. Oh Mann. Na gut. Bereit? Komm. Was für eine steile Treppe. Was für ein harter Weg das war dorthin. Oh, ich hab einiges mit dir vor. Komm schnell wieder zurück. Die Zwerge haben ihren Spaß mit Mimir. Was für eine Reise. Und da oben scheint das Ziel zu sein. Eine Reise mit Erkenntnis und viel gelernt hat Kratos. Seinen Sohn zu schätzen. Und ihn als treuen Gefährten gut zu heißen und natürlich als Sohn zu sehen und nicht als Junge. Aber auch der Sohn hat viel gelernt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den Riesen begegnen. Worauf wartest du? Gehen wir rein. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne! Wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich. Geschafft. Haben wir. Was macht er? Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Hm.
Die Ketten sind frei. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Nicht so ungeduldig. Mein Gott. Junge. Taxi. Das hast du dir verdient. Aber sowas von. Gut. Dann weiter. Wow. Riesenstatuen, die einen Felsblock tragen. Die Brücke sieht stabil aus. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Sie zeigen in den Raum. Hallo, ist jemand hier? Keiner da. Nur diese seltsamen Statuen, die alle in eine Richtung zeigen. Kommt, schaut, kommt. So sieht es aus. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Waren das vielleicht die Riesen? Sind sie versteinert worden? Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Wirklich nicht viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Das war das richtige Tor. Verstehe. Odin hat es verschlossen. Kein Durchgang mehr zu Jötunheim. Was ist das? Noch mehr Gesichter? Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Scheint nicht so. Wer ist der Wächter? Der Wächter? Keine Ahnung. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Ein Loch. Vielleicht führt uns das zum höchsten Gipfel. Warte! Warte! Was zum... Hier passiert was! Was ist denn jetzt los? Eine Geschichte. Deine Axt. Und Mutter. Was? Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Moment. Sie kannte Riesen? Sie ist eine Riesin. Das dachte ich mir. Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Alles eine Prophezeiung. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Stimmt. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du bist der letzte Riese. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ja. Ich bin ein Riese. Ein Gottriese. Warum das Geheimnis?
Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Was ist hinter diesem Vorhang? Ja. Was ist da dahinter? Ja, sind wir. Oh nein. Was für eine düstere Prophezeiung. Der Tod von Kratos. Wird das jetzt hier auf dem Berg sein? Oder doch erst später? Wird sich die Prophezeiung erfüllen? Wir werden sehen. Ich bin so gespannt. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Sie hat dich heimgeführt. Verstreuen wir endlich ihre Asche, damit sie Frieden findet in ihrem Heimatort. Aber für eine Riesin ist sie ganz schön klein gewesen. Ich meine, die Hände sind voll klein. Aber vielleicht konnten sich die Riesen schrumpfen. Sie war ja irgendwie auch so eine Magierin. Sie hat ja so ein Feld um das Haus gemacht, dass sie ungesehen war von Odin und Thor. Alles möglich in der Welt der Riesen. Oh. Das ist es also, was von den Riesen übrig geblieben ist. Nur Tod. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. Na, endlich. Lange hat's gedauert. Und die letzte Riesin kehrt nach Hause. Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also. Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki? Was? Loki. Jetzt. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. Ergibt alles Sinn. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren.
Das war's. Das Abenteuer ist vorbei. Zeit, nach Hause zu kehren. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Damit hat er nicht gerechnet. Naja, was Wissen angeht, ist er sowieso besser. Aber die Prophezeiung hinter dem Vorhang ist schon gruselig. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicherlich nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Stimmt, ja. Auf dem Boot konnte er nicht so gute Geschichten erzählen, wie diese jetzt. Okay. Dann geht's weiter nach unten. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Stimmt. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Atreus hört sich besser an wie Loki. Ah, krass. Dass der kleine Loki sein soll. Der Gott des Schabernacks. Naja, vielleicht wird er noch so. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Na dann wieder an den Gürtel. Gut. So, mit Atreo weiter erkunden, Zwergen gefallen machen, Muspelheim oder Niflheim besuchen oder natürlich irgendwelche Gegenstände und mächtige Ausrüstung erhalten, Valkyren befreien. Ja, das sind alles so Sammelaufgaben, die ich dann wahrscheinlich offscreen mache. Ich werde jetzt nach Hause gehen und damit das Spiel beenden, denke ich mal. Ja, jetzt sind alle Valkyren enthüllt. Sieht man jetzt auch auf der Map. Okay. Aber die widme ich mich alleine, weil... Boah. Lohnt sich nicht mehr jetzt, mich da jetzt so noch ranzumachen. Und ich denke auch, die meisten haben jetzt genug von God of War. Also gut. Zurück nach Midgard. Wo ist Midgard? Ah ja. Hier. Hier ist Midgard. Los geht's. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen, als es da ist. Und der Schneefall, der begann, als du Baldur getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Omen? Für den bevorstehenden Winter? Nicht irgendein, sondern ein so harter, dass er drei Sommer lang dauert. Und wenn ihr wusst, wie die Ragnarök. Schnee. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung.
Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Oh. Entschuldigung. Wir wollten eigentlich nur die Asche zum Berg bringen, mehr nicht. Das alles darauf folgende haben die Götter selber zu verantworten. Es schneit. Tatsächlich. Ragnarök, der lange Winter. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Groß. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Oder später musst es schneien. Das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur übers Wetter. Über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Ah, danke für den Tipp. Aber wir nehmen die Schnellreise. So. Ab geht's nach Hause. Zum Schutzkreis, der unterbrochen wurde. Na? Geht doch. Ja. Warum will Odin unbedingt einen Weg nach Jötunheim finden? Er ist überzeugt davon, dass die Riesen sein Schicksal in der Hand haben, wenn Ragnarök beginnt. Sie sind schließlich die ältesten Feinde der Asen. Und es ist ihre Armee, die ihn am Ende besiegen soll. Aber mehr als das begehrt er ihre Gabe der Prophezeiung. Er will wissen, was sie wissen und sehen, was sie sehen. So viel Leiden hätten vermieden werden können, wenn seine unstillbare Neugier nicht so viel stärker wäre als seine Weisheit. Wie meinst du das? Ah, erinnere mich daran, dir zu erzählen, wieso man ihn den Fürst der Gehängten nennt. Hm. Eine neue Geschichte von Mimir. Also haben wir noch immer nicht alle Geschichten gehört. Na gut, aber für heute ist genug. Zu Hause. Endlich daheim. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Ah. Naja gut, das Loch im Dach, das muss noch repariert werden. Aber für den Anfang tut's. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Hm. Ah, tatsächlich. Ein paar Löcher geworden jetzt. Naja, egal. Das war's. Unser Abenteuer ist vorbei. Ah ja, hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Gut. Jahre später. Was war das? Boah. Was ist denn jetzt los? Kommt der Allvater höchstpersönlich oder was? Blitze. Das ist doch nicht. Er ist es, oder? Es ist... Wer bist du? Thor! Jetzt wird's hässlich. Nein, 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 nein! Nein! Oh nein! Oh, ich hab's mir schon gedacht! Junge, Junge, was für ein Ende! Ich hab voll die Gänsehaut! Junge! Geiles Game, meine lieben Zockfreunde! Junge Vater! Ja, für mich das Game 2018! Geschichte, Grafik! Junge, Junge, Kampfsystem, alles viel besser gemacht als die alten Teile.
Junge, bin ich geflasht von dem Game und wie lange es ging. Ich habe jetzt echt noch gedacht, jetzt müssen wir tatsächlich noch gegen Thor kämpfen. Aber ja, leider nicht. Würde auch nicht passen zu God of War. God of War hat immer ein spannendes Ende gehabt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, es war auf jeden Fall super geil und schade, dass nicht mehr so viele Leute am Ball waren wie am Anfang. Da waren es noch so ungefähr um die 500 und jetzt sind es nur noch so gefüllte 80 bis 50 Leute. Aber nichtsdestotrotz hat es mir wieder richtig Spaß gemacht, ein altmodisches Let's Play hochzuladen. Es war ja so ein bisschen beides. Let's Play und Livestream. Und am Schluss war es dann doch nur noch Aufnahme, weil ich nicht mehr zum Livestream gekommen bin. Hatte so ein bisschen Probleme mit meiner Leitung und. Aber was war das am Ende? Was war das bitte für eine Prophezeiung am Ende? Wir haben Atreo gesehen, wie er kniet und seinen Vater auf dem Schoß hat, der irgendwie stirbt und seine Seele aufnimmt oder so. Oder andersrum. Er schenkt ihm seine Seele, um ihn zu retten. Man kann wirklich alles halten von diesem Bild. Also man kann so richtig spekulieren. Aber das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten God of War erfahren. Ob das wieder mit mir zusammen sein wird, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Es sieht ein bisschen schlecht aus zurzeit mit meinem Kanal, aber ich bleibe am Ball. Vielleicht geht es ihm doch irgendwann mal wieder ein bisschen besser. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wie immer gilt es, mein Slogan im Gedächtnis zu behalten, immer schön stealthy bleiben, liebe Zockfreunde. Und damit sage ich, bis dann und ciao. Macht's gut, Freunde.